Hallo und willkommen bei Joe Routine. Heute mal ein etwas anderes Video, habe ich mir gedacht. Einfach weil ich die letzten 2 Tage, also das ist Tag Nummer 3, wo ich krank bin. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich ein Video mache. Eigentlich wäre der nächste Teil der Käfer gewesen. Aber aufgrund, dass ich die letzten beiden Tage flach lag also wie grippaler Infekt mit Schüttelfrost, keine Ahnung, Kreislaufbeschwerden, allgemein schlapp, müde, kaputt. Also ich habe wirklich die letzten beiden Tage nur geschlafen. Den einen Tag musste ich Max anrufen, er musste von der Arbeit kommen. Und ja, weil ich einfach krank bin, ne? Also, und mir ging es echt wirklich schlecht. Also er hat sich ein bisschen Sorgen um mich gemacht. Also wirklich, er war ganz süß, hat sich toll um mich gekümmert, hat mir die Kinder dann abgenommen. Ich war die letzten Tage nicht auf der Arbeit, ich war nicht im Shop. Er hat alles für mich übernommen, weil ich nicht konnte. Heute ist Freitag, also das Video kommt jetzt auch heute online. Und ich gehe heute Nachmittag erst arbeiten und mache die offenen Bestellungen, setze neue Artikel rein, aber halte mich halt nur im Warmen auf, weil ich keinen Bock habe, dass ich wieder flach lege. Ich habe halt immer noch mit Halsschmerzen zu tun und ja, allgemein so Kälte, ne? Es sind minus 3 Grad aktuell, also das Wetter ist auch einfach nicht angenehm. Und ja, ich habe halt gedacht, weil viele gefragt hatten nach alten Videos, ach, alten Videos, ja, alte Videos, die hat Max auf dem PC, da komme ich leider jetzt nicht dran. Ich kann nur das nehmen, was ich ja zur Verfügung habe, mit alten Fotos. Und ja, deswegen hoffe ich, dass das funktioniert. Ich habe OBS gerade aktualisiert, ja, habe ich gesagt, ne, aktualisiert, weil ich meinen Laptop so selten benutze, weil der ist einfach, ich habe ihn zuletzt für die Schule benutzt. Ich musste erstmal Windows neu aktualisieren, OBS neu machen, dann wollte YouTube gefühlt 80.000 Dinge von mir, weil du das mit dem Handy kannst du das alles nicht einsehen, ne? Und dann, ja, du bist jetzt im YouTube-Partnerprogramm und bestätige dies und gib noch dies an und mach auch jenes fertig und ich hing da, was willst du von mir? Okay, habe ich das gerade alles, ich bin da jetzt bestimmt seit eine Stunde bei gewesen, habe das jetzt fertig gemacht, musste den Laptop an Strom packen, wollte eigentlich im Wohnzimmer sitzen, aber da ist die Sonne von hinten so blöd und ja, deswegen habe ich gedacht, okay, dann machst du es jetzt einfach so. Ja, heute geht es einfach darum, also wie gesagt, nächste Woche werde ich bestimmt dieses Käfervideo oder Derby, irgendwas von beiden wird sein, drehen können. Aber heute ist mir das einfach zu kalt und wie gesagt, ich möchte einfach wieder gesund werden und deswegen habe ich mich für eine neue Variante oder eine andere Variante entschieden. Etwas, mit dem ich noch nicht so viel Ahnung habe, weil mit Computern und so. Das ist für mich immer noch ein bisschen schwierig. Und ja, ich gebe aber mein Bestes. Ihr seht jetzt wahrscheinlich meinen Startbildschirm. Und ich mache es über Kopfhörer, weil der Ton beim letzten Mal so extrem leise war. Deswegen hoffe ich, dass ihr mich jetzt besser versteht. Beim letzten Mal konnte man mich wohl gar nicht verstehen. Aber ich habe halt kein Standmikro und müsste mir mal irgendwann eins organisieren. Deswegen versuche ich es über Kopfhörer zu machen, dass man mich daraufhin dann besser versteht. Also ich höre jetzt keine Musik oder so, sondern mache es einfach nur für den Ton, weil es vom Laptop her einfach zu leise war. Ja, was braucht man immer schön, wenn man krank ist? Eine Tasse Tee. Die habe ich von meinem Bruder bekommen, die Tasse. Der war im Disneyland in Paris, hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Richtig süß, vom Eiffelturm. Prost, ne? Ich muss einen Schluck trinken, weil die Stimme abschmiert. Ja, und dann kann es auch losgehen. Wie ihr seht, ich trage Max seinen Pullover, weil der einfach warm ist. Und die sind einfach schon ausverkauft. Wir haben nur noch S. Aber wir kriegen jetzt am Wochenende, also am Morgen, neue Ware. Die ist vielleicht Sonntag, ja, Sonntag wahrscheinlich nicht, aber eher am Montag dann online. Ja, ich habe gerade tatsächlich im Internet ein bisschen gestöbert auf Max seinen Profilen. Und ja, ich musste mir alles runterladen, weil ich nicht wusste, ah, funktioniert es jetzt perfekt oder nicht, dass ich ein bisschen was zu den Autos erzählen kann und zu der Hintergrundgeschichte. Deswegen habe ich mir die Bilder einfach alle runtergeladen. Es tut mir leid, Max, ich weiß, macht man nicht, aber ich habe sie auch auf meinem Handy. Aber so ist es halt für alle ein bisschen einfacher. Fangen wir mal einfach hiermit an. Das ist das erste Bild, was mir jetzt hier vorgeschlagen wird. Und zwar, dabei handelt es sich um ein A-Corsa in Orange. Ich habe dieses Auto geliebt. Es war so cool. Das hatte so ein kleines Lenkrad, also gefühlt, ich weiß nicht genau, wie groß es war. So ein Digitaltacho. Ich weiß nicht, hat man es Mäusetacho genannt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da so ein Tacho, das war da schon drinne. Ich meine, das Auto hatte er getauscht. Ich bin mir nicht sicher.
Mit diesem Auto habe ich Max auch kennengelernt. Damit hat er mich irgendwann mal abgeholt. Ich werde das wirklich nie vergessen. Er ist mit seinem Auto vorgefahren und hat gesagt, ja, irgendwie steht das auch schief. Packt es hinten und schiebt das einfach so beiseite. Und ich denke, was macht er denn da? Was ist denn los mit ihm? Ja, der gute A-Kurser. Wo auch immer er gelandet ist, der stand lange noch in Wilhelmshaven später. Ich weiß gar nicht, an wem er das Auto verkauft hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier mal so ein Autohandel, Heini, keine Ahnung, wie der hieß. Da stand das Auto noch relativ lange und dann war er weg. Der war so cool, der hatte dann am Ende, hat er hier noch so eine, wie heißt das, so eine Antenne draufgebaut. Und das war immer so wie so ein Spielzeugauto, was man so durch die Gegend fährt. Das war echt schon cool. Die Qualität ist jetzt halt irgendwie so. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ändern kann. Jetzt habe ich es voll verkackt hier. Hör auf damit. Ja, das Bild ist jetzt relativ klein, weil ich es halt von Facebook runtergeladen habe. Aber ich kann sonst auch nochmal auf Facebook gehen und dort alles zeigen. So, dann kommen wir zum nächsten Bild. Warte, wir machen das mal irgendwie ein bisschen chronologisch hier. Ich muss mal eben. Wir gehen mal zurück. Dann auf, wo war ich denn drauf? Bilder. Ich habe hier alle Bilder und ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen, dass es auch Sinn ergibt. Ja, das war, ja, da war mich nicht voll. Das war Max sein Porsche 924. Den kannte ja eigentlich auch, ja, das ist jetzt relativ klein, fast jeder von euch, das Auto. Ne, sein Schätzchen. Wartet, ich bin nicht so mit den Computern. So, ich habe hier. Wir machen es doch. Wir machen es so nach Reihenfolge. Weil wenn ich jetzt, ich habe es jetzt nicht sortiert, es ist für mich einfacher. Dann machen wir mit diesem Bild weiter. Dort hat Max den Camaro geholt. Das war echt vielleicht ein paar Tage später. Er ist ja anscheinend auch fast direkt dabei gegangen. Der Motor, der hält nicht mehr von alleine. Also die Motorhaube, der Motor schon, und ist ja nicht drinne. Und deswegen ist das ein Rohr zwischen. Die Dinger sind kaputt. Ich glaube, das gibt es heute nicht. Und das Auto lief ja nicht, als er es geholt hat. Und dort hat er es zum Laufen gebracht. Und es gab jahrelang ein Video auf YouTube, den ersten Start des Camaros. Ich habe es gesucht und gesucht, aber es wurde anscheinend rausgenommen. Es hat ein Kumpel von Max gefilmt und er hat es leider rausgenommen. Und Max selber hat es nicht, das Video. Und er hat es halt nicht drin, was ich total schade finde. Da, genau, dort hat er das Auto gerade geholt. Dort hinten ist, ich weiß gar nicht, ist das ein Polo? Corsa? Keine Ahnung. Mit Schippe und Besen auf dem Dach auf jeden Fall ist er das. Ich weiß es nicht. Das Auto kenne ich auf jeden Fall nicht mehr. Also da, wo Max das Auto geholt hat, habe ich ihn auch noch nicht gekannt. Das war kurze Zeit später, wo ich das erste Mal da war. Aber diese Lackierung, Leute, die war einfach der Hammer. Das war so Flakes, so Glitzer, ne? Die Sonne hat drauf geschienen und es hat einfach geglitzert und gefunkelt. Also heutzutage wird das jeder cool finden. Jeder wird dieses Auto in dieser Farbe lieben. So wie der Innenraum halt, dieses Blau. So war es halt von außen auch. Also wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann kommen wir weiter. So sah der Innenraum aus mit nicht vorhandenem Kotzfleck. Der Innenraum hat sich nicht großartig verändert. Doch, das hat ein anderes Lenkrad drin, das Auto. Aber sonst ist alles so geblieben und da ist halt der Sitz. Die Sitze waren noch sehr schön sauber. Ja, jetzt nicht mehr. Also der schon, der nicht. Wenn man sich überlegt, ne, ist halt, ja, ist halt niedrig und ach, ich liebe dieses Auto einfach. Ich erzähle da auch echt gerne drüber. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich Schaden deswegen, keine Ahnung. Ja, dann die erste Fahrt, also die erste Fahrt nicht, also wahrscheinlich war doch die erste Fahrt, das war im Winter tatsächlich, wie man sieht, weil davon würde ich euch auch gerne ein Video zeigen, wie Max das erste Mal mit dem Auto gefahren ist. Ich denke mal, er wird das bestimmt irgendwann mal auf YouTube schon 800 Mal gezeigt haben, aber ich fand es einfach nochmal interessant zu wissen oder es zu zeigen. Das war halt alles kurz bevor ich Max kennengelernt habe. Vielleicht ein halbes Jahr oder so, also da war wirklich nicht viel Zeit zwischen. Da gab es ja auch noch Kurzzeitkennzeichen, wofür man damals übrigens kein TÜV brauchte. Heutzutage müssen die Autos, glaube ich, TÜV haben, damit du diese Kurzzeitkennzeichen überhaupt benutzen kannst. Ne? Ja, deswegen habe ich mir, also achtet nicht auf meinen Laptop, ich habe echt von Laptop keinen Plan. Deswegen habe ich mir Max seinen YouTube-Kanal jetzt eben direkt vorgezeigt, damit ich, ne, da weiter weiß und beziehungsweise weiter handeln kann. Dann gehen wir mal auf seinen Kanal und auf seine Videos und dann auf den
Die Ältesten zuerst. So, da kommt es nämlich auch gleich schon. Dort war es, die erste Probefahrt. Ich würde es gerne mal anmachen. Ich hoffe, dass ihr den Ton jetzt hört. Ich probiere es jetzt aus, weil es ja über meine Kopfhörer läuft. Deswegen weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt so funktioniert. Wir probieren es einfach mal. Also die Qualität der Kamera ist der Hammer. Ich würde sagen, jetzt sind wir wieder auf. Wie ein kleiner Spieljunge, ne? Die Qualität kann echt schlecht gewesen sein, weil zu den damaligen Zeiten, die Handys waren ja auch noch nicht so der Burner. Aber das war tatsächlich so die erste Probefahrt. Es war Glas. Ich glaube, der ist auch hinten fast aus der Kurve geflogen, so wie er gefahren ist. Aber da merkt man halt, Max noch jung und ha, ich habe Spaß. Ja, aber okay. Das war wirklich kurz bevor wir uns, also es war keine lange Zeit, das war wirklich kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ich mach mal weiter. Da habe ich das Bild leider einfach nicht geöffnet. Dort ist wieder der Motorinnenraum. Dort war die Lichtmaschinenhalterung auch noch nicht abgebrochen. Dort ist das Auto gekommen. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, wie das Auto abgeladen wurde, meine ich. Wir gucken mal eben. Wir gehen mal zurück. Dann gehen wir auf Videos. Aha. Videos, Älteste. Lalala, hallo. Nee, das ist nicht das Älteste. Beliebteste, Älteste. So, wir gucken mal. Da ist der Teile Camaro, da ist er nämlich schon schwarz. Da kam der Pontiac. Das ist dieses schöne Trabifahrt. Hä, wo ist das Video denn? Ich meine, hatte davon mal ein Video. Hat er anscheinend nicht. Warum nicht? Porsche. Es gab ein Video, wo er das Auto abgeladen hat. Guck noch mal. Was mache ich denn da? Camaro. Ne, tatsächlich gibt es das nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich, ob ich das wirklich mir das eingebildet. Anscheinend ja. Es tut mir leid, Leute, aber ich meine, es gab mal ein Video, wo er das Auto abgeladen hat. Vielleicht hat er es auch einfach nur privat noch. Das kann natürlich auch gut sein, aber ich kann ja jetzt schlecht auf seine Daten zugreifen. Ist ja schon schlimm genug, dass ich es so mache. Ja, also ich glaube, er versteht es. Ja, das hier, liebe Freunde, ist ein Lader. Dieses Auto hat so viel Pech gebracht. Mein Gott, ist das eine. Ja. Ich glaube, das war Max sein erster Kredit, dieses Auto. Schlimm. Also dafür, dass das Baujahr keine Ahnung was war, war es einfach so ranzig. Also wie gesagt, ich habe die Bilder jetzt nicht sortiert, deswegen kommt es jetzt, erzähle ich jetzt einfach durcheinander. Weil, ja, aber ich kann ja immer auf andere Sachen zurückgreifen. Der gute alte Lada. Davon gab es zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr. Der Porsche nochmal. Ja, da seht ihr den Camaro, da ist er schon schwarz. Seine Lackierung hat er bekommen. Das ist der Camaro und das ist der Pontiac, weswegen wir uns damals gestritten haben, das erste Mal wirklich, also Streit hatten. Also zu dem Zeitpunkt kannten Max und ich uns schon und das ist das ist das Auto von seinem Opa gewesen. Ein Audi. Ja, da kannten wir uns schon und ja, er hat das Auto, ich meine, vom Schrottplatz geholt. Das hat er hier hinten. Seht ihr das hier im Kofferraum? Sieht man jetzt schlecht. Ist komplett die Gasanlage gewesen. Also, das war so eine fahrende Zeitbombe. Ich meine, das hat auch gar nicht funktioniert. Aber er ist mal damit gefahren.
Da bin ich mir sicher. Oder? Ich glaube schon, eine Runde ist er noch, der muss irgendwie fahren, gefahren ist er, glaube ich, sonst nicht. Also er war nie angemeldet, nichts. Ich weiß gar nicht, was damit am Ende passiert ist. Ich glaube, der ist auf den Schrott gegangen. Oder hat er den verkauft? Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt hat er, meine ich, auch noch zu Hause gewohnt, weil das Auto hat er ja, den Camaro, die erste Lackierung, wie ich sie da finde, also sehr hübsch, sehr schön, obwohl ich das Blau immer noch besser fand, hat er ja noch bei seinem Vater gemacht. Ja, und da seht ihr mich, so hat er mich kennengelernt, ja, noch so dieses typische Babyface, noch ein bisschen speckig, obwohl ich merke, wenn ich jetzt die Kamera in eine falsche Richtung halte oder nur die Frontkamera nehme, sehe ich 10 Kilo schwerer aus, als ich eigentlich bin, das ist ganz schlimm. Also, ja, jetzt werde ich mir überlegen, mach den Gimbal wieder fertig und filme jetzt nur noch so anstatt so, weil, nee, das ist ja grauenhaft. Ja, das ist Max Katze, was auch immer mit der passiert ist, ich weiß es nicht. Also, sein Vater, ich werde es nie vergessen, wie er gerufen hat: Katze, essen! Und ich dachte, also, wo bin ich hier gelandet? Ja, das ist Zorro, der Hund. Den kenne ich auch nicht mehr. Und es hing immer ein Schiff-Nord-Kalender dort, weil sein Vater da ja gearbeitet hat. Den Kühlschrank gibt es heute noch. Diese Küche existiert nicht mehr. Es ist eine neue da. Warum er da Chlorreiniger stehen hat, ich weiß es nicht. Aber so ein typischer Männerhaushalt, ne? Ja, dieses Oberteil habe ich von Max. Ich weiß gar nicht, wie Max da reingepasst hat, aber ich war zu dem Zeitpunkt auch bestimmt 5, 6 Kilo mehr als jetzt. Ich habe mir die Haare braun gefärbt, also nicht da vor Ort. Ich habe die, glaube ich, da nur gerade gewaschen, um mit meinem Leben irgendwie abzuschließen, beziehungsweise um mit der damaligen Situation abschließen zu können. Und Max hat dieses Foto von mir gemacht, hat es gepostet auf Facebook mit der Unterschrift Mein Redneck Girl. Damit gehörte ich ihn schon automatisch ihm. Damit wollte er eben allen zeigen, nee, die gehört jetzt mir, obwohl wir nicht zusammen waren. Davon ab. Aber er ist schon niedlich, ne? Er hat sich schon so viel Mühe in seinem Leben gegeben. Gott, wie süß. Eigentlich so richtig so kitschig, ne? Wenn man daran zurückdenkt, so Gott, wie süß. Ne, guck mal, ich war. Zu dem Zeitpunkt war ich 18, ne? Und doch, ist schon echt niedlich. Ja, diese gute Katze. Was aus dir bloß geworden ist, man weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das Bild zweimal. Nee. Und dort seht ihr auch mich. Auch auf dem Camaro, das ist auch bei seinem Vater. Also ein bisschen lebensgefährlich. Ich sitze mit dem Auto auf der Bühne. Mensch, wenn das runterfällt. Aber es war mir egal. Ja, Max, hätte doch mal aufräumen können. Diesen Pulli, was ist aus ihm geworden? Er ist so schön, den hätte ich gern wieder. Ja, da sieht man auch so ein bisschen mein mopsiges Gesicht, meine Haare fast schwarz. Schrecklich. Würde ich tatsächlich nie wieder machen. Es gab eine Phase, da hatte ich sie wieder braun oder dunkel. Aber es ist einfach, dafür bin ich vom Hauttyp zu hell. Ja. Also ich bin ja nicht dick, aber ich bin schon etwas mopsiger. Lag wohl an meinem ungesunden Essen zu dem Zeitpunkt. Und dort seht ihr auch nochmal Max, sein Vater. Dort ist die Harley. Da steht der Camaro. Und so war das auch an dem Tag, an dem ich Max kennengelernt hatte. Der stand da auch genau da. Und Max war da. Das ist der Audi von seinem Opa. Sein Opa kam nämlich immer jeden Sonntag zum Essen und ich glaube, da steht Björni. Das ist der Jeep. Aber da steht dieser komische Smart, den sein Vater mal besessen hat. Ja. Ja, und Opa, also der kam immer mit dem Audi, der war ja auch schon über 90 und kam immer sonntags zum Essen. Und sein Opa habe ich zum Beispiel kennengelernt. Da hat Max mich mit dem Mitsubishi hier mit dem L200 abgeholt und sein Opa zusammen. Und dann sind wir zur Eisdiele gefahren und haben zum Eis gegessen. So habe ich seinen Opa kennengelernt. Richtig lieb, richtig nett. Und ich mochte ihn von Anfang an schon gerne. Und die erste Zeit, als Max halt LKW fahren gegangen ist und ich alleine zu Hause war mit seinem Opa, am Anfang war ich ja noch schwanger, später war Hanna da. Also Hanna hat er nicht lange kennengelernt, 2 Monate. Davon gibt es ein einziges Bild. Ja, aber so die Anfangszeit, er hat mir viel gezeigt und viel erzählt. Wie oft saßen wir genau an diesem Küchentisch? Er saß hier und ich saß gegenüber. Und wir haben zusammen gegessen und geredet. Ich war halt nie alleine. Und als er weg war, war ich alleine. Max war nicht da und ich war alleine. Das war schon eine schlimme Zeit für mich. Also es fiel mir schon schwer. Es war nicht immer einfach, sich um jemanden zu kümmern, der pflegebedürftig ist. Und ich sage selbst immer, ich würde es zum Beispiel nie wieder tun, weil es einfach schwierig ist, vor allem wenn es Angehörige sind. Und wenn du musst für Angehörige stark sein. Du musst es nicht, aber du bist es zu dem Zeitpunkt. Und das macht dich kaputt.
Also es hat mich zu dem Zeitpunkt sehr kaputt gemacht. Es hat mich sehr runtergezogen, ne? Weil du willst dein Bestes geben, aber du bist einfach so überfordert mit allem, weil du bist ja selber auch noch total jung. War vielleicht eine scheiß Entscheidung von mir, bin ich ehrlich. Ich hatte ja gesagt, und ich hatte es ja auch damals angeboten, ne? Aber ich war jung und naiv, was soll ich denn machen? Und ich wollte hilfsbereit sein, weil ich dachte, ja, okay, ist ja mein Job, ne? Ja. Ich muss eben wieder trinken, weil sonst wird das hier nichts mit der Stimme. Ja, da ist tatsächlich, da war der Camaro auch noch blau. Das magst du auf dem Treffen, da kannten wir uns noch nicht, aber alle stehen sie da, boah, geil, was ist das denn? Oder sie meinen das andere Auto. Das kann natürlich auch gut sein. Tja, Max und Ölwechsel selber machen? Nee, der ist erstmal noch. Wo ist er denn da? Nee. Ich wollte gerade sagen, er ist eine ATU gefahren, das ist nicht ATU. Nee, das ist auch kein Ölwechsel, da wurde irgendwas geschweißt. Das ist auch nicht ATU, Max, das ist sein ehemaliger Hallennachbar, weil das ist im Kanalweg, das sehe ich sofort. Er hat erzählt, nee, das ist ATU, nee, ist es nicht. Kann sein, die Umgebung kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Da wurde anscheinend was geschweißt. Hat er nicht selber gemacht. Ja, das war die Lackierung, als er den schwarz gemacht hat. Ja, da kannten wir uns auch schon. Ja, das Bild ist leider sehr klein. Der Camaro noch im Blau und der Corvair. Ach, ich mochte ihn. Ja, das ist der Teile Camaro. Dazu gibt es aber ein Video, wie der gekommen ist. Da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher. Wir gehen nochmal auf Videos, auf Älteste. Hier ist der Gute. Die Toten aus. Qualität ist der Hammer auf jeden Fall. Weil, ja, achtet mal bitte auf Max, seine Figur. Er war noch in der Lehre und war ziemlich unter Stress. So, Abladen des Camaros, Nein, Nummer weiter. 2. Junge, nein, weiter. Ups. Wie ein kleines Kind sieht er aus. David Hasselhoff, Max. Junge. So, da bin ich wieder. Wir haben den ersten Ton zu beklagen. Ich musste mal kurz schieben. Guck mal, lass mal, guck mal da runter, du. Also so sah Max auch aus, als ich ihn kennengelernt so habe, ne? Von Ich der weiß nicht, ob man Figur. sieht. Ich sehe es nämlich nicht. Max, denk dran, ganz sanft. Ja. Ich spule mal ein bisschen vor. Weil die ohne Motor. Hier Leistung. Wow. Sowas von, darfst du gar nicht. Die höllische Leistung. Aber guck dir mal an, der Ölsilber. So viel Leistung hat der. Das ist unsichtbares Fußmobil. Ja, dürfte das Öl wahrscheinlich von der Servo gewesen sein. Ich glaube, nehme ich auch. Haben wir noch? Krass, ist das lange her. Ein Ersatzteilelager. Wie man sieht, sehr viel. Ja, dann haben wir genug. Und hier die Klappe ist da hinten, die wurde bei meinem Ziel. Jo, weiß ich. Das mit Anlage mit drin, Boxen mit Bose-System. Ja, mit den Delco-Boxen, mit den Originalboxen. Mit den teuren, ja. Ja, die sind original drin. Original teuer, ja. Oh. Oh, das ist ein Motor hier. So, wir verschieben den Camaro. Das ist ein Fein. Ja. Unser extrem starker kleiner Johnny. Stopp, das reicht schon. Oh, jetzt habe ich was anderes angemacht, wollte ich gar nicht. Ja, daran sieht man, dass Max schon immer ein bisschen bekloppt war. Ja, ich würde sagen, machen wir mal weiter.
Aber heftig, ne? Also zu seiner Ausbildungszeit hat er so viel geackert, da für Essen hat er anscheinend keine Zeit gehabt. Also klar, ich finde, das sieht wesentlich gesünder aus wie jetzt, aber er muss sich halt wohlfühlen, ne? Aber ein bisschen weniger wäre wahrscheinlich schon besser, auch für seine Gesundheit, fürs Herz zumindest, ne? Also da, klar, wie alt war er da? 20, ne? Aber so, also so habe ich ihn kennengelernt und habe zu meiner Mutter gesagt. Ich habe ihn so kennengelernt und ja, der ist ein bisschen dick. Heutzutage frage ich mich, was zum Teufel war an ihm dick? Wow, er hatte ein bisschen Bauch. Aber das war ja nun nicht viel. Ja, dick wurden wir dann gemeinsam eine Zeit lang. Ja, da hat er ihn vor Ort abgeholt. Da war der Motor anscheinend auch noch, nee, war auch noch nicht drin. Da ist der Camaro nochmal schwarz. Ja, da seht ihr mich mit diesem wunderschönen Lader. Herrlich, dieses Foto. Da waren wir das erste Mal zusammen in der Waterfront. Und ja, mein Klamottenstyle war auch der Burner. Diese Jacke habe ich mal geschenkt gekriegt. Die Tasche ist auch hässlich. Die Schuhe, da ist ein hässlicher Stern drauf. Ich sehe aus wie so ein Rollmops on Tour, ehrlich. Als wenn ich gleich losrollen würde. Meine Haare, ich würde das niemals so machen. Nie wieder. Naja, mit 18 ist man jung und dumm. Ja, was haben wir da gekauft? Da gab es so Komplettanzüge, ne? Wie so ein Panda oder wie so ein Bär und sowas alles. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt was gekauft haben. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Doch eine Hose oder sowas, glaube ich. Aber genau weiß ich es nicht. Das war unser Umzug in unsere erste gemeinsame Wohnung. Dort hinten seht ihr noch diesen Smart for Two, nee, Smart, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der hieß, den sein Vater ganz lange gefahren ist. Ja, dieser schöne Lader mit diesem riesen Anhänger. Ja, damit sind wir den ersten Umzug gefahren. Dort seht ihr nochmal diesen wundertollen Pontiac, wo Max war stolz wie sonst was. Und das ist übrigens eine Hundehütte. Dort steht er in der Scheune. Dort ist er auch in der Scheune. Guck mal, da war der Lader anscheinend schon kaputt, weil er auf dem Trailer ist. Oder er wurde gerade geliefert. Aber ich glaube, er war kaputt. Ich habe kurz auf mein Telefon gucken. Achso, ja. Weiter geht's. Dort seht ihr nochmal. Ja, so die Autos, ich weiß nicht, warum stellt man den Rasenmäher Dinger dahin? Der L200, der Corsa, der Camaro, der Jeep. Der Jeep war übrigens das erste Auto, was ich in meinem Leben je gefahren bin. Einmal hier so im Ort. Und den Audi von seinem Opa bin ich, glaube ich, gefahren. Porsche, Porsche, komisches Fahrrad. Und ich glaube, Herkules ist das. Bin mir nicht sicher. Ja. Das Kostüm, das haben wir gekauft beim Primark. Ja, das war das Werkstattkostüm. Das ist tatsächlich, hat es bis ins Kanalweg geschafft. Und ich glaube sogar bis nach Friedeburg. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch existiert, aber es könnte gut sein. Ja, wir haben es nicht immer so voll genommen. Wir fanden es halt witzig. Ja, dann war Max mal auf einem Autotreffen. Vorher hatte er das hier orange gemacht, was die da geritten hat, weiß ich allerdings auch nicht. Und dann hat er das erste Mal da so ein. Wie heißt das denn? Ja. Airbrush. Ich wollte mal Tribal sagen. Nein, ein Airbrush drauf machen. Das war auch, das hat, glaube ich, 300 Euro, 350 gekostet. War ziemlich schade, als das weggemacht hat. Da sind wir Silvester bei seiner Mutter. Ja, Mensch. Diese Jacke, ne? Das war damals voll der Hit, so mit den Ohren und so. Das finde ich ein schönes Bild. Doch. Und Max hat jahrelang auch immer geflext. Er war eigentlich voll der Angeber, so mit seinen Autos und so. Hätte ich nie gedacht, aber das hat er getan. Ja, und da ist der gute Trabi. Das ist der Trabi, in den ich letztens saß. Da hatte ich die Geschichte tatsächlich ein bisschen verhauen gehabt. Das war eigentlich ein anderer Trabi, der über Kopf gegangen ist. Und das war der Trabi. Davon gibt es auch ein Video. Das kann ich euch auch gerne zeigen. Ich muss nochmal hier zurück. Zurück. Oh, nee, das war falsch. Dann gehen wir nochmal auf Videos. Älteste. Und Teileträger, die Gurke, Trabant Gurke, die Probefahrt. Also wir gucken uns das jetzt keine 9 Minuten an. Ich würde da einfach mal so ein bisschen rein switchen. Ah, stinkt! Was stinkt hier denn so? Hör mal zu, Mick Jagger! Alles easy, alles gut. Ja, wir spulen mal vor, wie wir dann da einfach nur
Da sitzt ihr den gut. Hallo. Siehst ihr, da habt ihr mich fahren, gesehen. Er sieht ein bisschen grün aus, aber er läuft. Er hat diese Leistung. Dann rauf, zieht, runter. So muskelig, hä? So leicht muskelig. Das ist ja auch hier Ossi-Style. Das hier hat nicht jeder. Ja, im Osten war nur der FKK-Strang bequem. Ja, ich hab's damals anscheinend schon nicht so gefeiert. Ja, alles hier, du, ich seh dich schon, wie scheint. Du musst meine Dings aufmachen, meine Zeit. Ja, der war dann noch. Ja, also, das war so die erste Probefahrt. Na ja, Hunde, das hat es einseitig, finde ich. Ja. Ich war auch ein bisschen dumm damals, ehrlich. Ich hatte ja von Autos keine Ahnung. Aber das ist das Auto. Heftig, also das ist Wahnsinn. Zum Glück gibt es einfach noch so viele Bilder. Ach ja, da seht ihr nochmal den Pontiac in der Halle im Kanalweg. Und da sieht man noch so ungefähr, wie es damals alles aufgebaut war. Also viel Platz war da nicht, ne? Das ist der Vectra, von dem ich gesprochen habe, der als Familienauto da war. Tatsächlich hat er sogar mein Kennzeichen, Free TT, das hatte, glaube ich, mein Peugeot dann später. Aber ich bin das Auto nie gefahren, weil ich keinen Führerschein hatte. Da seht ihr das nochmal im Kanalweg. Oh. Ja, da bin ich mit dem Kinderwagen. Hannas Kinderwagen war schweineteuer. Den haben meine Eltern uns geschenkt. Da sind wir auf dem Autotreffen in, weiß ich nicht, Wismar? Kann gut Marschallmöbel, irgendwas, keine Ahnung. Ja. War mal perfekt, konnte sie hier wickeln und ja, ich freue mich. Und Hanna ist noch ganz klein. Das sollte auch mal mein erstes Auto werden. Was sagte Max letztens noch? Was war daran kaputt? Irgendwie Rost. Und deswegen ist er wieder weggegangen. Sonst, der hatte hier Schiebedach, also Faltdach. Der hatte. Achso, hier, ich kann auch ranzoomen. Ja, Mensch, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Der hatte Faltdach, elektrische Fensterheber, ein Pipapo, außer Sitzheizung und so. Aber sonst hatte der schon relativ viel. Das glaube ich ganz. Oh, ja, da seht ihr mich, dem Tag, an dem ich meinen Führerschein bestanden habe und wo ich den Pontiac fahre. Das hatte Max tatsächlich dann auch auf Facebook gepostet. Dann habe ich den da auf den Armband rum, keine Ahnung. Ja, mein Speckgesicht hier. Dieser Klamotten, schrecklich. Ja, da ist das Bild, was ich sagte, was Max gemacht hatte mit seinem Porsche 924. Und ach, wie niedlich er da war. Auch diese Frisur, also wenn die Haare so geschnitten sind, sieht es ja auch gar nicht mehr so verkehrt aus. Aber wenn die so dick und so wuselig sind, ja, das ist schon, ja. Und da habe ich das Bild versucht nachzustellen. Irgendwie bin ich doch auch in einer ganz anderen Ecke. Er hätte anders stehen müssen. Ich stehe auch ein bisschen scheiße. Bei ihm war das Auto nur halb drauf, bei mir ist es ganz drauf. Und Max an dieser Cowboy-Hut. Oh Mann, wie lange gab es den? Aber da sieht man schon so die LKW... Nee, war das schon LKW-Fahrer? Ja, ich meine schon, dass er so langsam kam, das Gewicht. Das hier, oh, das ist mein Audi 80 gewesen. Bin ich relativ lange gefahren. Mit einem guten Caddy da im Hintergrund, bis ich den rückwärts gegen die Wand gefahren bin und dann war hinten alles kaputt und dann ging er leider weg zu Udo. Ja. Na doch. Auch den bin ich gerne gefahren. Hast halt viel Platz drin gehabt, aber die Tankanzeige war kaputt und ich bin so oft liegen geblieben, weil ich einfach keinen Sprit mehr hatte. Ich glaube, das war es schon an Bildern. Jo. So. Dann könnten wir aber nochmal auf Max sein Facebook gehen. Facebook. Hier, tatsächlich seht ihr, da kam der Golf 1 nämlich an. Das war 2016 kam der Golf 1. Weil das war so die erste Zeit, als er kam, der Caddy.
Was kann ich euch noch so Schönes zeigen? Doch, ich glaube, ich würde alles die nächsten Bilder so sonst gerne eigentlich für ein nächstes Video behalten. Ich hoffe halt, euch gefällt dieses Video bisher so. Das war halt alles durcheinander, weil es nicht sehr strukturiert war, weil, wie gesagt, mit PC, da muss ich mich auch erstmal reinfuchsen. Und ja, das war halt für mich jetzt die Alternative, dass ich heute überhaupt ein Video machen konnte, weil mir das, wie gesagt, in der Halle, ich mache nachher nur den Shop und das ist ja im Warm, weil mir das sonst echt ein bisschen zu kalt ist bei diesen Minusgraden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt und es gut ankommt. Und ja, dass man das jetzt mit dem Ton auch versteht. Ich guck mal bei OBS. Ja, also bisher müsste es eigentlich funktionieren. Jetzt seht ihr mich hier doppelt und dreifach, aber sonst kann ich den Stream halt, den Stream nicht, den Kram hier halt nicht beenden. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch beim letzten Mal hat das super gut geklappt dieses Jahr. Uns gefällt es nicht so, die Variante, dass Jessin dabei war. Die meisten hat es gut gefallen. Ich fand das halt abwechslungsreich und nicht immer dasselbe. Dieses Video wird ungeschnitten hochgeladen, einfach weil ich es nicht kann. Max hat es mir letztes Mal versucht zu zeigen, aber ich kann es einfach nicht. Ich muss es üben und dann eventuell irgendwann mal. Aber komm, so ist es real, es ist ungeschnitten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund.